Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer ungewöhnlichen Form, eine Veranstaltung der Plattform Zukunft zu präsentieren. Seit Jahren machen wir Vorträge hier im Haus Bethanien des Diakoniewerks und haben normalerweise richtig schöne Vortragssaal-Atmosphäre mit der Möglichkeit fürs Publikum zu fragen. Aber Corona hat uns, wie vielen anderen auch, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich darf Sie also ganz herzlich begrüßen im Namen der Diakonieakademie, des katholischen Bildungswerks, des evangelischen Bildungswerks und der katholischen Arbeitnehmerinnenbewegung zu einem Vortrag, zu einem Gespräch ist es jetzt geworden, nicht mit Professor Walter Otto Oetsch zum Thema das Ende des Mythos vom freien Markt, warum wir über Wirtschaft reden müssen. Ja, das ist der Untertitel. Und stelle Ihnen vielleicht ganz kurz noch Professor Oetsch vor, wobei ich glaube, dass er ja vielen Leuten gut bekannt ist. Sie sind Jahrgang 1950, also 70 Jahre alt. Sie sind Ökonom und Kulturhistoriker, waren bis zur Pensionierung Professor an der Johannes Kepler Universität Linz und dort Leiter des Forschungsinstituts für die Gesamtanalyse der Wirtschaft. Es wäre interessant, ihn auch zu fragen, was haben Sie da getan? Und seit 2015 lehren Sie an der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Bernkastel-Kues an der Mosel in Deutschland. Ja, Herr Professor Oetsch, ich habe Ihr Buch vorne und hinten und zwischendrin gelesen und einiges ist mir aufgefallen, wo wir gerne ins Gespräch kommen können. Ganz spannend fand ich am Ende Ihres Buches, Zitat, die Kritik des Denkens des Marktes ist zu einer Hauptaufgabe aller lebensfreundlichen Menschen geworden, die für ihre Kinder und Enkelkinder eine lebenswerte Zukunft wünschen. Und in dem Zusammenhang fordern Sie einen kraftvollen Zukunftsdialog. Und ich frage Sie jetzt, wie kommen Sie zu dieser Aufgabe für uns alle letztendlich? Was steckt dahinter? Wenn wir über die Gesellschaft nachdenken, wenn wir über soziale Prozesse nachdenken, über politische Prozesse nachdenken, dann ist es ja relativ leicht, schnell zu einem Krisenbefund zu kommen. Das heißt, wir haben im Augenblick die Covid-19-Krise, wir haben im Hintergrund ganz, ganz große ökologische Krisen, also nicht die ökologische Krise, sondern mehrere ökologische Krisen. Es gibt eine Krise im sozialen Zusammenhalt. Wir reden auch, oder manche sprechen von einer Krise der Demokratie. Dafür gibt es viele Indikatoren. Manche sprechen auch von einer Krise der Parteiendemokratie, eine Krise der Repräsentation. Ein Teil der Bevölkerung fühlt sich von den politischen Eliten nicht mehr repräsentiert und so weiter. Und alles diese Krisen sind nicht auf unser kleines Land beschränkt. Wir sehen sie in Deutschland, wir sehen sie in ganz Europa, wir sehen eine politische Krise in den USA. Und letztlich, wenn man die ökonomischen Hintergründe beschreibt, sehen wir das Ganze weltweit. Das heißt, ein großes, großes Durcheinander von Krisen und eine globale Wirtschaft im Hintergrund. Und jetzt ist die Frage, wie können wir dieses Durcheinander irgendwie verstehbar machen? Und mein Ansatz ist, ich bin ja Kulturhistoriker, ist es, über Netzwerke von Mächtigen zu sprechen, also was sind die handlungsmächtigen Personen und auch zu überlegen, wie denken diese Leute, welche Denkweisen sind im Hintergrund. Und meine große These, und dazu habe ich ein dickes Buch geschrieben, ist, dass es letztlich um die Denkweise des Marktes, also der Märkte des Marktes in der Einzahl geht. Ich habe versucht, nachvollziehbar zu machen für mich und für meine Leser und Leserinnen, wo kommt dieses Denken her, welche Personen haben unter welcher Intentionen, in welchem Kontext, wie damit begonnen, wie hat sich das ganz, ganz langsam
ist es politisch wirksam geworden, ist es in der Ökonomie wirksam geworden, ist es in Teilbereiche der Gesellschaft eingetroffen und in welchem Zusammenhang steht das mit den großen Fragen? Das heißt, mein Versuch ist, dieses riesige Durcheinander von Krisen, das vielen ja einfach viel zu viel ist, ja, man kann es ja gar nicht mehr hören, verstehbar zu machen. Also im Fremdwort würde man sagen, was ist die richtige Komplexitätsreduktion? Und das ist, also in dem Buch habe ich auf Denkweisen abgezielt. Und die Behauptung ist, es gibt im Hintergrund eine dominante Denkweise. Diese Denkweise müssen wir sehr, sehr klar verstehen. Wir müssen die schädlichen Implikationen verstehen und dann haben wir eine Ebene zu sagen, es gibt ja so viele alternative Ideen, alternativen Annahmen, können wir das sozusagen so vereinheitlicht sehen. Ich zeige mal das Buch. Nicht? Danke, ja. Für unsere Zuschauer, Walter Otto Oetsch, Mythos Markt, Mythos Neoklassik, das Elend des Marktfundamentalismus. Ja, also ist ein ziemlich dickes Buch, aber das ist ja das Schöne, ich hatte Sie auf Ö1 ursprünglich gehört und dachte, das ist einmal jemand, der Wirtschaftszusammenhänge verständlich machen kann. Die sind ja gar nicht so leicht verständlich. Mhm. Und hinzu kommt jetzt, ja, wenn man das Thema, das Sie angesprochen haben, wenn man das jetzt direkt in den Fokus nimmt, nicht? Mythos Markt. Nicht? Mhm. Was ist ein Mythos? Mhm. Ein Mythos ist eine Erzählung, die Welt erklären soll, mhm. so sagen wir es mal, nicht? Und im Grunde genommen hören wir das ja auch ständig, nicht? Der mhm. Markt verlangt, der Markt braucht, nicht? Der Markt wird im Grunde personifiziert, ja? Genau. Als eine Macht über uns, die uns mhm. irgendwie in die Fänge nimmt und sagt, ihr müsst jetzt nach bestimmten Richtlinien und Kriterien marktwirtschaftlich handeln, nicht? Und das Spannende ist jetzt, dass Sie sagen, naja, hat das überhaupt Hand und Fuß, nicht? Mhm. Hält das stand? Genau. Ja, oder ist das nicht einfach eine unwahre Geschichte, die uns da ständig aufgeschwatzt mhm. wird und die Welt in diese Krisen hineintreibt? Mhm. Das ist der Gedanke. Der Gedanke ist, dass diese Denkweise, diese Erzählweise, diese Denkweise zu erkennen, auf ihre Brauchbarkeit, auf ihre Stichbarkeit zu überprüfen, auch auf den historischen Kontext. Und meine Behauptung, und das ist eine starke Behauptung, es ist ein Mythos. Und Mythos meine ich nicht als eine Metapher, als eine Allegorie, sondern es ist wirklich ein Mythos. Und Sie haben schon wichtige Elemente angesprochen. Wenn wir sagen, wir müssen uns den Kräften des Marktes unterwerfen, wir müssen dem Markt gehorchen oder auch die Globalisierung. Und eine Möglichkeit, das zu sehen, ist wirklich diese säkularisierte Gottheit. Ein früherer österreichischer Wirtschaftsminister hat einmal gesagt, gegen die Globalisierung zu sein, ist so, wie wenn man die Gravitation aufheben wollte. Das heißt, es geht um einen sozialen Prozess, es geht um einen gesellschaftlichen Prozess. Und dieser Prozess wird verabsolutiert. Und die höchste Art von Verabsolutierung ist eine Naturalisierung, es wie Vorgänge der Natur zu erscheinen. Und die höchste Überhöhung ist natürlich, das gottähnlich oder gottgleich zu machen. Wir müssen uns dem anpassen. Und jetzt ist die Schwierigkeit und auch die Verständnisfähigkeit, wenn ich sage, die Globalisierung in Anführungszeichen gibt es nicht, dass man natürlich nicht die realen globalen Prozesse in Frage stellt, dass man natürlich nicht in Frage stellen kann, ein lokaler Unternehmer, eine lokale Unternehmerin, ein Arbeitnehmer, der in einem globalen Wettbewerb steckt, kann sich dem irgendwie entziehen. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, wie wir über diese Prozesse reflektieren. Und als Theoretiker kann man sagen, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Zugänge. Diese Verabsolutierung, es ist der Markt, das ist ein bestimmtes Problem. Und dieses Reden von dem Markt hat viele, viele, viele Aspekte. Einige haben Sie schon angesprochen. Eine Personifikation. Es ist wie eine Person, diese Person beurteilt uns. Wir müssen tüchtig sein,
Der Markt gibt uns eine Belohnung und eine Bestrafung, wie ein Lehrer, wie ein Übervater über uns. Und das schafft, und das ist der wichtigste Punkt, im gestaltenden Denken, im politischen Denken, im Denken des Staates, gewisse Handlungsoptionen, und gewisse Handlungsoptionen werden davon ausgeschaltet. Und das kann man zeigen. Das heißt, in dieser Ideologie, es ist tatsächlich eine Ideologie, in dieser Ideologie ist dann zum Beispiel eine jahrzehntelange Welle von Deregulierung auf den Finanzmärkten möglich geworden. Und das hat die Strukturen verändert. Das heißt, man hat von einem System, das man heute beschreiben könnte als Finanzkapitalismus, also das könnte man jetzt auch beschreiben, was sind die wichtigsten konstitutiven Merkmale dieses Systems. Und das schafft natürlich viele Problemlagen, wie zum Beispiel eine wachsende Vermögensverteilung, gegen die es zum Beispiel überhaupt kein ernsthaftes politisches Projekt gibt. Und ist der Hintergrund zum... Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Die Zahlen sind bekannt. Also zum Beispiel auch dieses Buch von Piketty, also der das ja auch alles mit einem hervorragenden Datenmaterial gestützt hat. Und das heißt, man hatte dann diese Vorstellung der 1%, die halt dann, ich weiß es nicht, 40% des weltweiten zum Beispiel Finanzvermögens oder Geldvermögens kontrollieren. Es ist eine ungeheure Konzentration. Diese Konzentration ist auch historisch bemerkenswert. Sie ist ungefähr so hoch wie vor 100 Jahren. Und in der Zwischenzeit war es weniger. Es hat auch Phasen gegeben, in denen sich die Vermögensungleichheit und die Einkommensungleichheit, das sind ja zwei verschiedene Sachen, in dem sich das auch drastisch verringert hat. Und für einen Historiker ist interessant, wie kann das passieren? Und mein Bild der Ökonomie ist ein institutionelles Bild. Und mein Bild ist auch immer nachzudenken oder zu reflektieren, was sind die politischen Hintergründe? Das heißt, was ist die Macht der Politik? Was ist die Handlungsmacht der Politik? Strukturen des Kapitalismus, unseres Wirtschaftssystems zu gestalten und zu formen, und wie macht sie das praktisch? Ja. Wir haben ja, zwischenzeitlich ist es so, in unseren Diskussionskreisen, in denen ich auch drin bin, immer so gewesen, dass man gesagt hat, hat die Politik denn unter den Prämissen der Macht der Konzerne überhaupt noch selber Gestaltungsmacht? Oder definieren nicht längst die wirtschaftlichen Prozesse, die Interessen der großen Konzerne eigentlich das, was passiert? Das ist das eine. Und das zweite, was ich noch anfügen wollte, nicht, Sie haben gesagt, es werden bestimmte Optionen nahegelegt. Mir kommt ja manchmal vor, wenn man so die wirtschaftlichen Diskurse hört, das sind nicht nur Optionen, das sind teilweise geradezu Zwänge. Ja, und wenn man jetzt denkt an die Covid-Situation, dann habe ich den Eindruck, in vielen Bereichen der Wirtschaft herrscht eine regelrechte Angst. Ja? Nicht nur jetzt im Blick auf die eigene Existenzfähigkeit, ja? Sondern auch immer die berühmte Angst, halten wir in der globalen Konkurrenz stand? Ja? Oder werden wir jetzt von den anderen überflügelt? Ja. Und das schafft natürlich innerhalb der Gesellschaft einen enormen Druck. Ja. Ich möchte nicht diese Zwänge abstreiten. Und als Unternehmer, als Unternehmerin bin ich tatsächlich in diesen Zwängen. Das muss man sehr, sehr klar sehen. Es geht darum, ob sozusagen die Zwänge sozusagen so große Zwänge sind im System, dass man zum Beispiel in einer handlungsfähigen Politik, und eine handlungsfähige Politik ist auf der EU-Ebene, nicht gestaltet eingreifen könnte. Wenn wir dieses Denken, normalerweise wird man dieses Denken als neoliberal bezeichnen. Ich lehne diesen Begriff ab und habe eine Begrifflichkeit entwickelt von marktfundamental. Der Einfachheit halber muss man neoliberal sagen, weil das viele Zuhörer oder Zuseherinnen einfach besser verstehen. Wenn wir in diesem Konzept nachdenken, ja, welcher Konzept der Politik wird hier entwickelt, dann kann man zeigen, dass dieses Politikkonzept in sich ungeheuer widersprüchlich ist und zwei Seiten hat.
Sie gibt der Politik eine klare aktive oder aktivistische Position und sie gibt der zweitens eine passive oder eine passivistische Position. Der wichtigste Denker für mich, und ich habe auch Belege dafür, warum ich das nehme, ist Friedrich August von Hayek aus der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Und beim Hayek wird es in verschiedenen Werken sehr, sehr klar formuliert. Er sagt, die Politik insgesamt hat die Aufgabe, einen Rahmen, einen institutionellen Rahmen um das Wirtschaftssystem zu bauen. Und das hat er hauptsächlich juristisch gedacht, aber man kann es auch institutionell denken oder operational denken, wie muss das funktionieren. Und das nennt er the rule of law. Das heißt, die braucht sozusagen, man könnte vereinfacht das Verständnis, es geht um Eigentumsregeln, es geht um Handelsregeln, es geht auch darum, dass diese Regeln effektiv gesetzt sind. Das heißt, dass es einen handlungsfähigen Staat gibt, dass es ein Zwangssystem gibt mit Gericht, mit Gefängnis, mit Rechtssicherheit, dass das durchgesetzt wird. Das ist keine Selbstverständlichkeit, auch wenn wir auf verschiedene Regionen der Welt setzen. Das heißt, es ist, und er sagt, das ist die Aufgabe der Politik. Und das Interessante ist immer, an historischer Perioden zu denken, wo diese Aufgabe nicht gesetzt wird. Und da ist sozusagen in diesem Denken der klare Handlungsauftrag an die Politiker und Politikerinnen schockartig vorzugehen. Das heißt, die Schockstrategie ist ist diese aktive oder aktivistische Seite. Und dafür gibt es berühmte historische Beispiele von Schockstrategien, die letztlich gut ausgegangen sind. Historisch ist alles möglich. Und letztlich oder zumindest kurzfristig absolut desaströs waren. Ein ganz berühmtes Beispiel, das kaum diskutiert wird oder wurde bei uns, ist, was ist wirtschaftspolitisch in der ehemaligen UdSSR passiert, im Übergang von Gorbatschow zu Jelzin. Und Jelzin hat dann eine Schockstrategie gewählt in einer völlig regulierten Wirtschaft, wo praktisch fast alle Preise waren administrierte Preise, schlagartig alle Preise freizugeben. Und das hatte zu einem ungeheuren Elend geführt. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Männer in Russland ist, denke ich, innerhalb von 5-6 Jahren um 4 Jahre zurückgegangen. Also, das war Mitte der 90er Jahre. Der 92 war dieser Schock, ja. Und dann, wie er auch darauf reagiert hat, wie die Bevölkerung reagiert hat, sein Putsch und so weiter. Das ist eine interessante Geschichte. Aber ich möchte jetzt sozusagen beim Überblick bleiben. Das ist ein Beispiel für die aktive Position. Und die andere, oder aktiv ist zum Beispiel, ich muss ganz bewusst Strukturen verändern. Und das haben zum Beispiel Reagan gemacht oder Margaret Thatcher in England. Es war ganz klar, ich habe ein Deindustrialisierungsprogramm und die wirtschaftlichen Strukturen werden deutlich verändert in Richtung den Finanzbereich. Das ist eine aktive. Und Thatcher ist ja deswegen interessant, weil von ihr dieser Slogan stammt, es gibt keine Alternative. There is no alternative. Und das ist jetzt die zweite Seite. Und die zweite Seite ist eine passive Seite. Das heißt, es ist zu sagen, wenn es den Rahmen gibt, wenn dieser Rahmen einigermaßen funktionsfähig ist, dann ist die Aufgabe der Politik, so zu tun, und das ist, die Formulierung ist mir jetzt wichtig, so zu tun, als ob sie handlungsmächtig, unmächtig wäre. Und dann sind wir handlungsohnmächtig wäre und so zu tun, als ob es keine Alternative gäbe. Und jetzt ist das dann dieser riesige Feld der Sachzwinge. Das ist ja auch interessant, wenn man heute mit Leuten, die ökonomische Verantwortlichkeiten haben, dann hört man oft in der Frage, wir brauchen eine andere Wirtschaft, nicht? Ich denke jetzt Papst Franziskus, diese Wirtschaft tötet. Ja. Da sagt jeder Ökonom, also fast jeder sagt sofort, bitte, aber wo gibt es denn eine Alternative? Ja. Also das heißt, dieses alternativlose Denken, das hat sich schon relativ stark eingebürgert in der Reihe. Und das Interessante ist auch,
in welcher Weise Alternativen diskutiert wird oder in der ideologischen Abwehr, dass wir sofort auf die Alternative gehen. Und das ist in diesem marktfundamentalen Denken, das ist ein ganz wichtiger Punkt, im marktfundamentalen Denken, das startet in den 20er Jahren. Und der Ursprung ist im roten Wien der 20er Jahre, in einer Situation, wo unterschiedliche Theoretiker, unterschiedliche Wissenschaftler in einer überhitzten Atmosphäre miteinander diskutieren und wo die andere Person, die eine andere Meinung hat, ein Feind ist. Und man könnte sagen, es ist eine Atmosphäre, die dann ideologisch den Bürgerkrieg in Österreich vorbereitet. Das heißt, es ist so eine Kampfsituation. Und das ist das Interessante, dass dieses Denken, dieses Kampfdenken beibehalten hat und über die Jahrzehnte radikalisiert hat. Das ist ein interessanter Punkt. Und in diesem Kampfdenken ist natürlich sofort die Alternative, okay, Sie machen zum Beispiel, kritisieren Strukturelemente des Systems, das ist ja auch mein Gesichtspunkt als institutioneller Ökonom. Und ich spiele sofort die diskursive Karte, Totschlagargumente, dann brauche ich alte. Das heißt, es wird nicht... Es wird immer so getan, das heißt, in dem Denken ist immer sozusagen die Denkvorlage und die Abgrenzung zum Gegenteil. Und das ist ein ganz eigenes Denken, genau das macht das Markt, den Fundamentalismus aus. Gut oder böse, Gott oder der Teufel. In einem religiösen Hintergrund würde man sagen, es ist ein manichäistisches Denken. Es ist manichäistisch letztlich. Und das hat natürlich eine jahrhundertelange Wurzel und ist ungeheuer erfeindet. Das heißt, in dem Denken, die Fragestellung der damaligen Zeit war in den 20er Jahren, wollt ihr mehr Markt versus Sozialismus? Also Plan oder Markt, so irgendwie. Ja? Und das hat sich jetzt verändert. Das heißt, es war dann die nächste Phase, war dann der Kampf gegen den Keynesianismus. Das war die Periode nach 1945. Das System von Bretton Woods wird von mir gedeutet als eine keynesianische Weltordnung. Also wenn wir wollen, können wir auch über diese, was waren die Merkmale davon, zu reden. Und da ist es, war die Idee, wollt ihr den Markt oder wollt ihr... Diese Regulierung oder den Keynesianismus. 25 Jahre bei uns oder 30 Jahre ganz markant gewesen, die Deregulierung. Ja. Nicht Deregulierung, im Grunde genommen, der Staat soll sich möglichst aus dem Wirtschaftsgetriebe draußen halten und gleichzeitig wird privatisiert. Im Grunde genommen auch, ich finde, noch heute wichtige Funktionen, nicht die sozial wichtige Funktion. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Post. Nicht? Post im Mühlviertel. Früher hat der Postbote hat die alten Leute mitversorgt, der hat, Pharmazeutika aus den Apotheken abgeholt, weil die alten Leute es nicht mehr konnten. Heute sind diese Sozialleistungen, die durch staatliche Institutionen außerhalb einer marktwirtschaftlichen Konkurrenz betrieben worden sind, weg, nicht? Tatsächlich irgendwie, ja. Nicht? Also ist so eine Frage. Ja. Ich habe manches daran bedauert und dachte, diese totale Privatisierung, die kann sie nun wirklich nicht zeigen, gerade im Sozialbereich und im Krankenhauswesen. Und die Fragen, die Sie jetzt anschneiden, haben jetzt ganz ursächlich mit diesem Denken zu tun. In diesem zweifachen Konzept von aktiver und passiver Rolle des Staates, könnte man jetzt die Theorien der Deregulierung uns anschauen. Und die Behauptung ist ja, ich dereguliere. Tatsächlich mache ich ja genau was anderes. Es ist ja keine Deregulierung. Die Regel A wird durch die Regel B ersetzt. Es ist eine Re-Regulierung. Das heißt, es gibt bestimmte Regeln, zum Beispiel, okay, wie sagen wir, bestimmte Finanzmärkte funktionieren dürfen oder nicht funktionieren dürfen. Welche Regeln gelten zum Beispiel auf bestimmten Börsen? Und diese Regeln, das können explizite oder implizite Regeln sein. Regeln sind ja auch, es gibt ja auch stillschweigende Regeln, zum Beispiel die Regeln, die wir jetzt, wenn wir freundlich miteinander reden, ganz selbstverständlich beachten. Das heißt, ein Regelsystem A wird durch ein Regelsystem B ersetzt in einer
ganz klaren aktiven Position. Und das heißt, und das nennt sich Deregulierung. Das heißt, man könnte sagen, es ist Regulierung im Namen der Deregulierung. Oder ein gutes Beispiel wären diese Schiedsgerichte in diesen internationalen Handelsvereinbarungen. Wenn man genau nachdenkt, ein System von Schiedsgerichten zu machen, ist eine ungeheure Bürokratie. Ich brauche hochbezahlte Fachkräfte. Ich brauche ein Regelwerk im Hintergrund. Wer hat Klagemöglichkeit? Wie soll das ausgehen? Wie wird hier Rechtssicherheit hergestellt? Und so weiter. Das heißt, ich mache eine neue Instanz. Das ist das Regulierungsmoment. Eine neue Instanz wird erfunden im Namen der Deregulierung. Regulierung im Namen der Deregulierung. Das heißt, die gesamte Überschrift über dieses Konzept könnte man sagen, es ist eine Planungsidee, aber eine Planung für den Markt. Das ist der interessante Punkt. Und den zweiten großen Themenbereich, den Sie angesprochen haben, öffentliche Dienstleistungen werden outgesourced, die werden privatisiert. Was hat das für Auswirkungen? Und eine Besonderheit der Denkweise des Marktes ist es, dass wir zum Beispiel über Arbeitskräfte nur noch als Kostenfaktoren reden. Und alle anderen Sachen, zum Beispiel im Keynesianismus hat immer noch interessiert die Nachfrageseite. Und wenn wir das sozioökonomisch haben, dann ist natürlich viele, viele andere Aspekte wichtig. Zu arbeiten und Arbeit zu leisten ist für die meisten Menschen ungeheuer wichtig. Und das haben Sie auch angesprochen, Arbeit ist ein Hauptmoment von sozialer Integration. Ein Hauptmoment von sozialer Integration. Und die Frage, wie sich in den letzten 30 Jahren die Qualität der Arbeitskräfte verschlechtert hat, das ist eine Sache, die politisch überhaupt kaum thematisiert wird. Das heißt, und jeder Zuseher oder Zuseherin braucht ja nur, also der ein gewisses Lebensalter hat, braucht ja nur in dem Feld, in dem er oder sie arbeitet, zurückblicken und schauen, welche Kennziffern, welche Regelwerke, welche Vorgaben. Ja? Die Post haben Sie angesprochen. Ja? Wie ich studiert habe, als Schüler habe ich im Sommer bei der Post gearbeitet. Das war ein lässiger Job. Also ganz ruhig, schön langsam. Und da hast du, was weiß ich, bist herumgefahren und manchmal hat man die Damen besuchen können und so weiter. Das war einfach schön und lustvoll. Heutzutage erledigen die, soweit ich das erlebe, im Laufschritt und man kann, also mit der Postlerin kann ich überhaupt nicht einmal mehr reden. Aber das ist nur. Ja, aber das ist nur ein Beispiel. Das heißt, ich habe viele, viele Bereiche, wo der Arbeitsdruck gestiegen ist. Das ist kein normaler Prozess. Das heißt, die Frage ist, wie kommt das? Warum haben wir diesen Trend? Welche Auswirkungen hat er? Und im Hintergrund, und das könnte man ihm zeigen, steht eben ein anderes Managerverhalten und sozusagen eine andere Art von Bewertung. Die Arbeitskräfte sind nur Kostenfaktoren und das Einzige, in der sozusagen öffentliche Dienstleistungen diskutiert werden, sind Kostenbestandteile und nicht mehr andere Bestandteile, zu sagen, zum Beispiel der öffentliche Raum, oder der öffentliche Bereich hat, es geht um Fragen der sozialen Integration, es geht um Fragen von Qualität, es geht um Fragen, dass jeder Mann oder jede Frau bestimmte Leistungen machen kann, ohne davon ausgeschlossen. Das heißt letztlich, und das ist ganz ein zentrales Element, um sozialen Einschluss und Ausschluss. Ja, der Fabian Scheidler, ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, die Megamaschine, nicht von ihm, der versucht ja auch kulturgeschichtlich zu zeigen, wie wir in so einen Mechanismus auch hineingeraten sind. Und Sie sagen ja selber in Ihrem Buch, nicht das Menschenbild, das innerhalb des Marktes letztendlich gefordert wird, ist eigentlich fast schon die Maschine. Man kann das kulturhistorisch ganz klar zeigen. Es ist ein Sonderfall eines mechanistischen Weltbildes in der Anwendung auf soziale Prozesse. Dafür gibt es jetzt eine Geschichte von dem.
Und wenn man zum Beispiel auf Hayek Bezug nimmt, dann hat er sozusagen so eine Netzwerkidee. Also sein Gedanke ist, den Markt beschreibt er als ein Netzwerk und das beschreibt er so, in den 50er und dann 60er Jahren, es ist wie ein Telekommunikationssystem. Und dieses Telekommunikationssystem ist letztlich eine Wissensverarbeitungsmaschine. Ganz, ganz eigen. Und wenn man die jetzt über das nachdenkt, ist ein ganz zentraler Punkt, okay, was heißt jetzt das Individuum in so einem Gedankensystem? Das heißt, welcher Bild vom Menschen hat er, der in diesem riesigen Netzwerk, das ihm maschinenähnlich abbrennt, wie eine surrende Maschine. Und jetzt, und das ist bei Hayek, sieht man eine ungeheure Reduktion. Er ist tatsächlich der Meinung, die meisten Menschen sind völlig unbewusst an diesen Mechanismus gekoppelt. Und er gibt dem, was man Bewusstsein oder Bewusstheit nennen können, oder die Selbstreflexion, ja, dem gibt er überhaupt keinen Stellenwert mehr. Das heißt, diese Art von Liberalismus, der Neoliberalismus, ist ein liberales Denksystem, das gegen die Aufklärung gerichtet ist. Und in der Aufklärung habe ich ja verschiedene Konzepte, aber sage, der Mensch ist vernünftig, der Mensch hat Vernunft, hat sozusagen die Vernunft als seine eigentliche Potenz und Kraft dieser Vernunft hat er die Fähigkeit, soziale Systeme, die feudale Gesellschaft der damaligen Zeit, denkend zu durchdringen und neue Designs zu entwerfen. Und genau diese Art wollte Hayek weghaben. Er wollte eine ultimative Philosophie des Kapitalismus schreiben und er sagt, es gibt keinen Menschen mit seiner begrenzten Informationskapazität, auch wieder ein mechanisches Bild, der über dieses riesige Wissensgenerierungssystem Auskunft geben kann. Und zum Kritiker sagt er, Hayek würde zu mir sagen, ja, lieber Herr Oetsch, Sie mit Ihrem begrenzten Gehirn, also bisher hat er ja recht, nur die Schlussfolgerung würde ich nicht geben, also Sie mit Ihrem begrenzten Gehirn dürfen gar nicht solche Sätze äußern, wie zum Beispiel jetzt das in dem Interview, Sie dürfen über das System gar nicht reden und das nennt er eine Anmaßung der Vernunft. Das heißt, es gibt in dieser Denkweise, und das ist ungeheuer, und deswegen schreibe ich Fundamentalismus, das ist letztlich ein totalitäres Denken. Und das ist jetzt das Gedankenkonzept. Und jetzt haben wir eine sehr komplexe Wirkungsgeschichte und wir sehen eine Gesellschaft, in der das Reden über die Alternativen diskursiv abgewehrt wird, das ist, bist du ein Kommunist oder Sozialist oder geh irgendwo hin. Das heißt aber, das, was das kluge Reden, nämlich über konkrete, praktikable Schritte, nächste Schritte, zum Beispiel, wie man aus der ökologischen Krise rauskommt, ja, das ist ja nicht ein Schritt nach dem anderen, sondern das wird sozusagen von diesen Leuten mit enormem Erfolg abgewehrt, immer indem die Marktkarte gespielt wird. Das heißt, der Versuch ist zu verstehen, es geht nicht um ein abstraktes Denken. Es geht nicht nur darum, okay, ein paar gescheite Leute haben etwas geschrieben und ein paar andere gescheite Leute reden darüber. Es geht darum, Denkmechanismen zu verstehen in ihrer Wirksamkeit und auch eine Immunisierung zu bekommen, dass man das hört und sieht, also wenn jemand aufmerksam das mit dem Markt verstanden hat, dann hört und sieht er das jeden Tag in den Medien. Explizit, also direkt angesprochen und indirekt angesprochen. Und zweitens, er weiß, diese Denkweise ist schädlich, weil uns diese Denkweise nicht zu einem praktikablen Rausführen führt. Es geht nicht darum, den Kapitalismus abzuschaffen, sondern sehr, sehr deutlich, tiefgehend zu reformieren. Das ist unsere Aufgabe. Die ökologischen Krisen können wir nur machen durch tiefgehende Reformen. Und vielleicht einen Satz noch, der mir wichtig ist. Die bestehenden Strukturen haben nicht die Kraft, das zu leisten.
Das sollte man sehr, sehr klar sehen. Die bestehenden Strukturen in der Wirtschaft, die bestehenden Strukturen in der Politik, die bestehenden Strukturen in der Gesellschaft haben nicht die Kraft, diese große Reform, die vor uns steht, zu ändern, damit wir diese Horrorszenarien, was Ende dieses Jahrhunderts möglich ist, dass das die abgewendet werden. Da müsste man natürlich noch drüber reden, nicht? Wo liegt die Kraft? Aber ich wollte noch mal zurück, weil mir plötzlich klar war, aus diesem Denken, ja, diesem mechanistischen Denken, auch diesem Menschenbild, ja, ja, mehr oder weniger ist der Mensch eine Maschine, er soll sich ja nicht bewusst werden, damit er besser funktioniert. Mal ja. Die Konsequenz ist das, was die Shoshana Zuboff beschreibt, nicht? Der Überwachungskapitalismus. Nicht? Das heißt also, an der Stelle werden wir mehr oder weniger nur mehr als Objekte gesehen, die in irgendeiner Form so zu manipulieren sind, dass sie für die Marktmechanismen bestens funktionieren. Ja. Kann man das so sagen? Das ist der Versuch, das ist die Denkweise, nur wir sind ja keine Objekte. Das heißt, und was uns bleibt, ist ja wirklich unser Reflexionsvermögen. Es bleibt uns unsere Vernunft oder die andere Sache, es bleibt unsere Fähigkeit, Bilder zu machen. Das heißt, wir können über das Bild des Marktes reden, wir können reflektieren, wir können das gedanklich durchdringen, wir können das ablegen und wir können, und dafür gibt es ja hunderte, tausende Beispiele, eben Alternativprojekte angehen und einen kraftvollen Zukunftsdiskurs starten. Das ist unsere Fähigkeit. Wir sind ja keine Maschine. Im Grunde genommen ist das ja alles völlig, völlig lächerlich. Natürlich in Teilbereichen funktioniert es. Und das, was Zuboff beschreibt, dieser Überwachungskapitalismus, das ist besorgniserregend. Und sie beschreibt auch den Einfluss der Ökonomen. Das heißt, jede Suchanfrage bei Google ist der Beginn einer Auktion, also man kann das genau beschreiben, wie diese Auktion abläuft, ja, wie das versteigert wird und die in Sekundenbruchteilen stattfindet. Das heißt, egal was Sie machen, was von Ihnen abgesaugt wird und die Datenmengen, die diese großen IT-Konzerne haben, sind ja unendlich. Also in den USA ist das völlig ungeschützt, da kann man zum Beispiel so Pakete kaufen, wo jede einzelne Person vielleicht so mit 300 einzelnen Items, also einzelnen Eigenschaften beschrieben wird. In Europa ist das verboten. Ja, das heißt, diese Überwachungskonzerne wissen viel mehr, als ich über mich weiß, weil ich bin ja sowieso sehr vergesslich und so weiter. Das heißt, aber was immer natürlich in diesem Denken nicht mitgedacht wird, ist natürlich der Mensch, der Widerstand leisten kann. Das heißt, ich kann über das reflektieren, wir können uns über das aufklären und wir können uns als politisch aktive Menschen vergewissern, das wollen wir nicht. Und es gibt ja jetzt eine große Kritik an diesen großen Konzernen, bis hin diese Konzerne zu zerschlagen. Und man kann nur hoffen, dass das gemacht wird. Und man kann nur hoffen, dass auch auf der EU-Ebene kräftige Schritte gesetzt werden, unsere Datenrechte zu schützen. Ja. Also die Frage, die nehmen wir jetzt schon auf, wo sehen Sie denn jetzt Alternativen, wirkliche Alternativen? Und zwar so auf den verschiedenen Ebenen. Also A, was kann ich als Einzelner tun? Ja? Ich kann reflektieren und die Dinge durchschauen, ja, und zum Beispiel sagen, so leicht kriegt mich diese Datenwelt, die mich da ständig zum Konsum anstacheln will, so schnell kriegt sie mich nicht. Nicht? Es gibt die politische Ebene, es gibt die ökonomische Ebene, es gibt die zivilgesellschaftliche als Ganze, nicht? Also wo könnten wir ansetzen, nicht? So mein Lieblingsstichwort ist ja das von der großen Transformation, ja, von der ja auch sozialpsychologisch viel gesprochen wird und für die wir reif sind, nicht? Aber wo beginnen? Wie? Ja. Ja. Ich denke, es gibt hier viele Anknüpfungspunkte. Man könnte zum Beispiel Felder der Gesellschaft durchgehen. Man könnte sagen, was ist das besondere Anliegen? Jemand wird zum Beispiel sagen, okay, mich stört diese Macht der Großkonzerne, mich stört die Börsenmacht.
dann würde man sozusagen jetzt in dieses Feld rein und sehen, man könnte die Strukturen beschreiben und könnte dann einen Katalog machen von 10 Merkmalen. Und so könnte man, oder vielleicht ist Ihr Anliegen die Bildung, mein Anliegen wäre, wie haben sich die Universitäten transformiert? Es hat ja auch eine Ökonomisierung der akademischen Bildung gegeben. Und dann kann man sozusagen Kataloge beschreiben. Das heißt, man kann relativ schnell eine Fülle von sehr, sehr klaren Handlungsalternativen zeigen. Natürlich braucht man halt immer in jedem Feld Experten und Expertinnen, die sich da wirklich auskennen. Das heißt, erstens einmal gibt es ungeheuer viele Themenfelder, an denen wir angedockt sind. In jedem dieser Themenfelder gibt es lebhafte Diskussionen mit vielen Alternativen. Und das andere ist sozusagen die persönliche Entscheidung, was ist meine Aufgabe? Und ich denke, da sollte man sich auch ja nicht stressen. Das heißt, aber ich denke, wenn jeder und jede ein bisschen was macht, und ein bisschen was machen kann man. Man kann sich bilden, man kann im Freundeskreis drüber reden, man kann in der Firma versuchen, Einfluss zu nehmen. Manche werden vielleicht zu einer NGO gehen oder man geht wirklich in politische Parteien mit, man macht hier und da mal bei einer Demo mit und so weiter. Man bleibt wach und so weiter. Das heißt, es gibt für jeden und jede, oder rein auf die ökologische Frage bezogen, ja, für jeden und jede, gibt es eine Möglichkeit, in einem beschränkten Rahmen, natürlich, das muss ja integriert werden in der Lebenswirklichkeit. Also eine Mutter mit 2 Kindern, die allein ist, von der zu sagen, halt, jetzt mach was anderes, das ist ja respektlos ihrer Leistung gegenüber. Um das geht es ja nicht. Aber die Frage, was kann ich tun für jemanden, der sozial oder ökologisch bewegt ist, also die Frage ist leicht zu beantworten. Und in dem Wissen, es geht nicht um die große Änderung, es geht nicht um die große Transformation, das ist eine Ablenkung, sondern es geht auch nicht um die große Alternative, wozu brauche ich das? Ja? Wozu brauche ich eine große Alternative? Es geht darum, in diesen vielen, vielen Feldern gezielt und effektive Schritte zu setzen und immer die institutionellen Regelungen in diesen Feldern anzusehen. Und vereinfacht gesprochen, die lebensfreundlichen Institutionen stärken und die lebensfeindlichen in ihrer Wirksamkeit schwächen. Ich denke konkret, das klingt jetzt sehr abstrakt, aber ich denke konkret kann sich das jeder und jede in seine oder ihre Lebenswirklichkeit übersetzen. Mein Bereich ist klar, das ist sozusagen Nachdenken über die Kulturgeschichte, über die Denkgeschichte und versuchen, in einem beschränkten Maße. Also meine Aufgabe ist klar, das ist eben der Bereich der Universitäten. Das heißt, meinen Studierenden Anweisungen zu geben, theoretisches Wissen zu vermitteln, um anders über die Wirtschaft nachzudenken und in diesem Anderssein bestärkt werden. Das ist meine Aufgabe. Ja. Reden wir nochmal davon, wir leben in Covid-Zeiten. Ja? Leben in Covid-Zeiten. Und das gesellschaftliche Klima, würde ich sagen, ist ziemlich angespannt, ja, weil viele Leute existenzielle Ängste haben und so weiter und so weiter. Die Wirtschaft hat ihrerseits, also die Unternehmen, haben Ängste, Existenzängste, ob berechtigt oder unberechtigt, wahrscheinlich viele auch berechtigt. Bei den Kleinen, ja, welche Chance hat jetzt in einer solchen Situation, wo die meisten oder viele Menschen denken, ach, wäre es doch wieder so, wie es vorher war. Wie auf meinem Arbeitsplatz und. Nicht welche Chance hat jetzt tatsächlich ein so kritisches Denken, ja, wo ich mir bewusst mache, in was für einer Situation bin ich nicht, wo könnte ich Lebensfreundliches in mein Unternehmen bringen oder wo muss ich mich auch verabschieden aus Dingen, weil sie eben nicht lebensfreundlich sind. Ja. Also ich habe zwischendurch einmal gedacht, die Covid-Krise könnte ein Zeitfenster sein für ein produktives Umdenken, wenn man es noch einmal überhöht und sagt, die Klimakrise wird uns sowieso dazu zwingen. Nicht, aber passiert es nicht. Ich habe zwischendurch war dann wieder völlig verzweifelt und habe gedacht, nein, es wird alles wieder, alle werden froh sein, wenn sie wieder so viel als möglich fliegen können. Ja. Verstehen Sie, was ich meine? Ich denke, das haben viele so erlebt. Das heißt, der erste Lockdown wurde eigentlich von manchen, nicht von anderen, als Chance. Und jetzt sehen wir halt natürlich,
Es ist eine gesellschaftliche Ausnahmesituation und es ist ein ungeheurer Stress. Also wir haben keine, man sieht ja das, was es sieht, zum Beispiel, heute ist in der Zeitung gestanden, ein Viertel der Jugendlichen sind depressiv. Was könnte das Positive sein? Es ist schwer zu erkennen. Vielleicht könnte das Positive sein, die geteilte Erfahrung, die Erfahrung eines geteilten Leidens. Vielleicht ist es ein positiv erfahren, weil dass wir sozusagen uns in unserem Leiden, in unseren anderen Aspekten, wo wir nicht eben diese ökonomischen Maschinen sind, viel, viel ernster nehmen, über Ängste zu reden, über Ängste zu sprechen, sich nicht zu schämen. Das heißt, im sozialen Diskurs war ja eigentlich das Reden lange Zeit über Ängste vollkommen verpönt. Das heißt, dem Arbeitslosen haben wir gesagt, du bist arbeitslos, weil es quasi deine persönliche Schuld ist, also schäm dich. Also nicht nur du bist arbeitslos, sondern schäm dich, dass du arbeitslos bist. Und jetzt sind wir alle Opfer und vielleicht könnten das positive Momente sein, das gemeinsame, geteilte, respektvolle Reden über Leiden. Und das Zweite ist zu sehen, dass es global so ist. Dass die anderen oder der andere in fremden Kontinenten von Personen, die uns kulturell sehr, sehr fremd sind, dass die genau das gleiche Leiden haben, dass die auch sterben, dass die auch sozusagen die gleiche Krankheit erleiden oder ein gleiches Schicksal. Vielleicht kann es längerfristig an Push in einen höheren Ort von globalem Bewusstsein gehen. Und natürlich brauchen wir das im Hintergrund in Bezug auf die ökologische Krise. Genau. Natürlich habe ich genauso die Gegenbefunde, also neue Nationalismen oder diese Demonstrationen, eine höhere Hetze und so weiter. Und ich denke, am Wochenende ist ja wieder so eine Demonstration in Wien geplant. Ich denke, man sollte, wenn man über Strukturprobleme zum Beispiel der Politik nachdenkt, sollte man das als Gelegenheit nachzudenken, warum finden sich Leute angesprochen, so wütend gegen die Regierung zu protestieren. Das heißt, diese Krise der Repräsentation, dass man das viel mehr versteht. Und dieses Verständnis haben politische Eliten in hohem Maße nicht. Sie verstehen nicht, wie sie durch ihre Art, Politik zu machen, eine ganz langsame wachsende Entfremdung eines Teils der Bevölkerung. Das heißt, es wird auch darum gehen, auch medial darum gehen, ernsthafte Betroffene in einen ernsthaften medialen Diskurs das heißt, nicht nur den Ausdruck ihrer Wut, ihrer Angst, ihres Hasses, das ist menschlich und das ist alles verständlich, sondern über das eine Sprachmöglichkeit zu machen und diese politischen Diskurse zu führen. Also eine Klarheit zu haben, zum Beispiel, in welcher Weise hat sich der Arbeitsdruck verschärft, eine Klarheit zu haben über bestimmte Lebenssituationen und diesen Personen auch eine Sprache zu geben, nicht den Hetzern. Und nicht den Rechtsradikalen, das ist unsinnig, ja? sondern dem Ärger im Hintergrund. Und der Ärger hat zum Beispiel auch ökonomische Gründe. Das heißt, diesen Ärger ernst zu nehmen und zu sagen, eigentlich wäre es auch eine mediale oder eine politische Aufgabe, Personen, die sie ärgern, Personen, die unzufrieden sind, Personen, die ganz weit weg sind vom politischen Prozess, diesen Personen eine Stimme zu geben. Also nicht nur diese Selbstermächtigung auf den sozialen Medien, das haben sie so und so, sondern eher so, oder auch ins Gespräch zu bringen mit Leuten, die politisch an der Macht sind. Das passiert alles nicht. Ja. Der Harald Welzer hat in Deutschland, nämlich im Zuge dann der Migrationsthematik nach 2015, hat er eine Initiative gestartet, wo die relativ häufig stattgefunden hat. Wir haben sie mit dem Diakoniewerk sogar in Wien dann haben wir mit Ilja Trojanow und so gemacht, nämlich die Frage an ein offenes Publikum zu stellen, in welchem Land wollen wir leben? Genau. Nicht? Also so ein Reflexionsvorgang und ja. Zwar auch bewusst so gedacht, dass jetzt nicht nur Leute, die eh schon ja, einer Meinung sind, sich dort zusammensetzen, sondern dass man tatsächlich auch
den Diskurs führt mit Menschen, die sich an den Rand gedrängt fühlen, die absolute Gegner, jetzt sagen wir mal, dieser Migrationsthematik sind, um einfach im Dialog zu sein und sich nicht auseinanderzuspalten und zu schauen, wo könnten mögliche Alternativen liegen. Ja? Welche Bilder haben wir eigentlich von einem guten Leben? Ne? Genau. So könnte man meinen. Ja. Und genau das, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dem Thema wieder zurückkommen kann, im Denken des Marktes gibt es keine Bilder, gibt es nur sozusagen praktisch positive Bilder, Verklärungen. Mhm. Und die Hauptverklärung ist, es ist effizient. Mhm. Aber es gibt keine wirklichen Reflexionen. Mhm. Das heißt, es gibt keine Reflexionen über Strukturen. Oder man könnte auch sagen, der Markt wird ja so gemacht, wie wenn es da einen riesigen Bereich gibt. Und dieser riesige Bereich ist in sich gleichartig. Mhm. Das ist ja genau das Reden von dem Markt. Ungeheuer viele Prozesse wird sozusagen eine Gleichwertigkeit belegt und die Gleichwertigkeit wird sozusagen, hallo, da gibt es ein Regelsystem, das diese Gleichartigkeit dem Ausdruck redet. Das heißt, ich habe jetzt kein Reden über das und ich habe keine differenzierten Bilder und vor allen Dingen, ich habe letztlich keine Anknüpfungspunkte aus meiner Lebenserfahrung. Weil wir sind ja nicht in einem abstrakten Denksystem drinnen, sondern wir sind Menschen mit Leib und Blut oder mit Körper und Geist oder irgendwie sowas und haben wir sozusagen unsere eigenen Erfahrungen, wie können die in einen politischen Prozess hineingeführt werden und das, was Harald Welzer macht, ist so großartig, wie kann das jetzt übergetragen wird in positive Bilder über die Zukunft. Und Sie haben das ja angesprochen, der Wunsch nach zurück ist verständlich, aber es ist naiv. Und der ganz entscheidende Punkt ist ja wirklich der, gelingt es uns am positiven, das war ja das Zitat, das Sie zuerst vorgelesen haben, gelingt es einen positiven Zukunftsentwurf zu starten. Und das Gegenbild ist, Menschen, die fähig sind, sich Bilder eines positiven, guten Lebens zu machen. Das ist der Gegenentwurf und das zu üben und zu pflegen, das ist ja auch eine Kunst. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel in so einem Forum. Das heißt, die Frage in dem Reden, es gibt keine Alternative, hat die Politik verlernt zu sagen, okay, wie soll dieses Land in 5, in 10, in 15, in 20 Jahren gut dastehen? Welche Werte sind das, welche Strukturen brauchen wir und dafür Verbündete führen. Und das passiert nicht. Das heißt, auch wir haben diese gesellschaftliche Krise, diesen Schockzustand in der Pandemie, wir sind in einem quasi in einem verzögerten Schock. Ja. Die Regierung handelt aktionistisch, die Regierung handelt auf Image bedacht, auf das Tagesimage bedacht. Die Regierung handelt letztlich ohne gestalteten Zukunftsplan. Dass wenn man so Riesensummen in die Hand nimmt, die historisch einmalig sind, die Staatsschuld auf was ich 10% des BIP oder so in manchen Ländern, das hat es historisch in dieser Größenordnung, abgesehen von Kriegssituationen, im Krieg wird alles umgedreht, hat es noch niemals gegeben in der jahrhundertlangen Geschichte des Kapitalismus. Das muss man sich, wir sind auch hier in einer historischen einmaligen Situation. Und das Besorgniserregende ist, diese riesigen Milliarden oder Billionen in den USA oder auf der EU-Ebene werden abgewickelt mit ganz wenigen konkreten Zukunftsplänen. Weil jetzt, wenn die Politik so handlungsfähig ist, dann heißt es, sie entscheidet jetzt über das Überleben von Branchen und über die Förderung von Branchen. Und es ist auch ihre Aufgabe, das zu tun. Und die Politik ist handlungsfähig. Aber es ist nicht gestaltungsmächtig und das ist ganz was anderes. Mm. Und das bräuchten wir. Und dazu brauchen wir den Zukunftsdiskurs. Mm. Das heißt, von uns selbst oder zum Beispiel in so einem Setting oder den Weltzentrum-Dorfmarkt oder es gibt ja zum Beispiel auch auf der Gemeindeebene so irgendwelche so Zukunftskonferenzen. Da gibt es ja hervorragende Formate über politische Diskussionen, über kleine oder über große Veränderungen. Ja, das finde ich super. Ich möchte noch mal zurückkommen auf das Thema Laien. Das fand ich interessant, nicht, dass Sie gesagt haben, wir könnten uns eigentlich an der Stelle jetzt auch solidarisieren
und würden sagen, alle sind wir jetzt verunsichert, alle sind wir verwirrt, viele von uns haben Existenzängste. Ich erinnere mich an viele Diskussionen in den vergangenen Jahren, wo es um Ökologie ging, wo es um Klimaschutz ging, wo ein Standardsatz in der Diskussion war, der Leidensdruck ist offensichtlich noch nicht groß genug. Ja, das ist Wahnsinn. Ja? Ja, das heißt, jetzt hätten wir einen Ansatz, ja, in geteiltem Leiden, um zu sagen, jetzt fragen wir doch mal, woran leiden wir denn überhaupt? Ja? Was ist es denn und wo liegen die Möglichkeiten aus unserem gemeinsamen, ich würde mal nicht, vielleicht ist Leiden sogar falsch, aus dem gemeinsamen Betroffensein. Ja? Wir sind betroffen. Das ist irgendwie all das, was reibungslos wie eine Maschine bisher super gelaufen ist, in Anführungszeichen super, ja, das könnte jetzt in Frage gestellt werden. Und wir könnten wirklich einmal nüchtern bilanzieren, nicht? Sind die Versprechungen, die uns der Markt gemacht hat, überhaupt wahr? Ja. Sind die eingehalten worden? Oder ist es nicht eben ein Betrugssystem? Ja. Ich gebe Ihnen absolut zu, in allem, was Sie jetzt gesagt haben, vielleicht noch ein Kommentar zu dem Leidensdruck. Das ist eine ganz naive Vorstellung, der Leidensdruck ist noch nicht groß genug. Man muss sich immer vorstellen, welcher Bild, das ist so ein Bild, man muss den Druck erhöhen und dann mal es irgendwie zu und dann kommt das Gute raus. Es kann genauso gut das Gegenteil rauskommen. Der Rechtspopulismus ist, oder der Rechtspopulismus, es kann auch Panik rauskommen. Das heißt, dieser Gedanke, der Leidensdruck muss erhöhen, hat viele gute Momente. Ein guter Moment ist, wir brauchen historisch dichte Zeiten für eine Veränderung. Das ist richtig. Aber historisch dichte Zeiten können auch gemacht werden. Das heißt, wenn es zum Beispiel, wenn es eine kritische Masse gibt, und die kritische Masse ist nicht sehr hoch, zum Beispiel von Leuten, die sagen, von Personen, die sagen, jetzt brauchen wir ernsthaft die und die Schritte für eine ökologische Transformation, dann kann das passieren. Das heißt, es kann ein kritischer Moment entstehen und in diesem kritischen Moment werden dann Strukturen fluidal. Das heißt, wir sagen, wir haben sozusagen sehr, sehr etablierte Strukturen, die stehen, so wie ein Atomgerüst oder so, die stehen und dann auf einmal gibt es sozusagen historisch dichte Zeiten und dann verändert sie sich wieder und dann stehen sie in einer neuen Konstellation. Und das muss aber nicht dadurch passieren, dass der Leidensdruck, das muss durch diskursive Prozesse passieren und die Fähigkeit, die Sie jetzt beschreiben, wird immer zweifach sehen. Wir brauchen die Fähigkeit, dass wir ganz klar hinschauen und die Strukturmängel des bestehenden Systems erkennen. Und das ist auch eine Fähigkeit dabei, nicht in Panik zu verfallen. Zum Beispiel diese Horrorszenarien, was heißt 3, 4, 5% Erwärmung Ende des 21. Das sind mögliche realistische Szenarien, die soll man ernst nehmen und das macht große Angst. Das macht nur. Das heißt, das erstens auszuhalten, das ist die erste Fähigkeit. Und die zweite Fähigkeit, okay, die Kraft, positive Zukunft zu entwürfen zu machen. Und eigentlich brauchen wir beides. Wenn ich nur zukunftsorientiert bin und keinen klaren Blick habe auf die Strukturen, dann laste ich herum wie im Nebel und sage halt, was ich mache, irgendwas. Weil die Strukturen müssen sich verändern. Es muss auch Macht anders verteilt werden. Ja? Also diese beiden Fähigkeiten, und das ist natürlich jetzt eine Spannung, und das ist eine ungeheure Widersprüchlichkeit, und vielleicht ist das genau das, was uns in diesem verrückten Zeiten, so irgendwie, in diesem verrückten, weil es so verrückt ist, also weg woanders hingerückt ist, in diesen Zeiten individuell abverlangt wird und kollektiv. Das heißt, der Leidensdruck muss erhöht werden und die Leute müssen Panik bekommen, ist Unsinn, sondern wir brauchen Diskurse, wir brauchen soziale Gemeinschaften der Stärkung. Zum Beispiel des Redens über Betroffenheit. Das ist, wenn es gelingt, in einem geschützten sozialen Raum über Betroffenheit zu reden, dann ist ja das eine Aufwertung. Wir reden übrigens jetzt in einem großen Bereich über Themen, die im Buch gar nicht drinstehen. Aber wenn Sie so interessante Sachen machen, dann greife ich das gerne auf. Ja. Ja. Nein, ich finde, das ist ja auch wichtig, so einen Bezug zu unseren konkreten
gesellschaftlichen Situationen jetzt zu haben. Nicht? Von der Corona-Krise wusste das Buch noch nichts. Und das mit der Betroffenheit zum Beispiel, das wird ganz kurz angedeutet, aber natürlich neben, das ist eher, das sind so eher sozialpsychologische Dinge, die werden nicht systematisch entwickelt. Ja. Mhm. Ich habe es mir vieles noch einem Gespräch, eben der Erwin Laszlo, nicht Systemtheoretiker, der ja irgendwann deutlich gesagt hat, wenn wir eine Systemveränderung wollen, ja, dann gehört dazu, dass das bisherige System instabil werden muss. Nicht? Mhm. Ohne Instabilität des herrschenden Systems, bei dem bestimmte Leute profitieren und andere durch die Finger schauen, gibt es keine Veränderung. Nicht? Also man könnte jetzt unter Umständen das, was uns gerade widerfährt, ja, inklusive erst einmal recht Klimathematik und Biodiversitätsthematik und vieles, könnte man tatsächlich ja als Einleitung oder als beginnende manifeste Erfahrung innerhalb unserer Gesellschaft von Destabilisierung verstehen. Die Frage ist halt dann, wie gehen wir damit um? Nicht? Ja. Verstehen wir die Destabilisierung als Chance, ja, dass sozusagen ein fundamentales Marktkonzept ins Wanken kommt? Ja? Mhm. Oder treibt sie uns eben tatsächlich in Ängste, Panik und verschließt im Grunde genommen den Geist. Nicht? Das ist ja, und die große negative Szenario ist natürlich diese autoritäre Politik, eine neue Form des autoritären Kapitalismus. Mhm. Und Andeutungen hat uns Trump geliefert. Genau. Und dass es jetzt so in Bezug auf den Zukunftsdiskurs haben diese Leute ja, immer eine Rückwärtsnostalgie. Beim Trump kann man das wirklich auf den Punkt bringen. Make America great again. Was heißt das? Er schaut nach hinten und sagt, da hinten gibt es eine gute Zeit. Und das kann man eigentlich bei diesen Rechtspopulisten und Rechtsradikalen kann man immer sagen, wo haben sie ihre gute Zeit? Irgendwo. Und das ist mythisch, weil es hat diese gute Zeit nicht gegeben. Also in den 60er Jahren, wo Vollbeschäftigung war, war keine gute Zeit, zum Beispiel in Bezug auf Frauenrechte oder so weiter. Das ist alles und niemand will das und kann man auch nicht mehr zurückdrehen. Und der Gedanke ist, diese fiktive Vorstellung der gute Zeit, das wird nach vorne gekippt und das wollen wir, das ist das Again. Das wollen wir wieder haben. Aber genau in diesem rechtspopulistischen Diskurs ist genau die Unfähigkeit enthalten, strukturelle Fragen zu diskutieren, strukturelle Fragen zu denken und Handlungsalternativen anzubieten, die praktikabel sind. Sondern es ist die Kanalisierung von Ängsten, aber halt immer sozusagen dann eine eskalative Steigerung und immer sozusagen eine autoritäre Führerfigur. Anders funktioniert dieses Ding nicht. Und es poppt halt so auf und poppt wieder ab. Und die Hoffnung ist halt, dass das nicht unser Zukunftsszenario ist. Und das andere Szenario wäre, es gelingt ein politischer Diskurs mit positiven Optionen, inklusive, und das wäre noch das Ding, inklusivere eine Erhöhung der Partizipation in der Demokratie. Das heißt, ein höheres Mitmachen von Personen, ein höheres sich verantwortlich fühlen für politische Prozesse und wir brauchen ein höheres Maß von Integration in politische Entscheidungsprozesse. Und das wäre das Positivszenario. Und in diesem Ding sind wir halt jetzt, das realistische Szenario ist das erste, das realistischere ist das erste. Das hoffnungsvollere und für das wir uns bemühen müssen, ist eine zweite Richtung, das heißt diese lebensfreundlichen Kräfte, die lebensfreundlichen NGOs, diese vielen, vielen Initiativen, die vielen klugen Gedanken, das sind in einem kleinen Bereich immer zu fördern und zu nähern und das ernst zu nehmen, das ist unser Bemühen. Ja, ja wie das finde ich. Vielleicht ein letztes Thema noch, jetzt sind wir eh schon, ich finde bei all den schwierigen, krisenhaften Themen, die auch eine Rolle gespielt haben, sind wir jetzt auf einem, finde ich, sehr positiven Weg gelandet. Sie sind auf einer anderen Ebene als ich, Bildungsmensch, ich auch. Ja. Welche Rolle, würden Sie sagen, spielt jetzt in dem Szenario, ja, also in einem hoffnungsvollen, lebensfreundlichen Szenario,
die Bildung. Na, eine ganz zentrale, weil sie letztlich darum gehen wird, auf eine neue Aufklärung. Und eine neue Aufklärung setzt auf den Menschen in seinem Vernunftvermögen. Das heißt, in dem Marktkonzept hat man eine ganz eigenartige Vorstellung von Bildung und das kann man ganz im Detail zeigen, zum Beispiel die Programme der OECD, wie sie das transformiert hat. Die Hauptidee ist die Humankapitalidee. Der Mensch hat Humankapital, so in dieses Kapital wird investiert und die Belohnung für diese Art von Bildung ist dann der höheren Erträgen auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, es ist eine vordergründig, ja, weil tiefgründig nicht wirtschaftliche Orientierung und es ist wieder der Gedanke, der Mensch ist so quasi wie eine Akkumulationsmaschine. Das ist rein mechanisch. Und viele Sachen, die zum Beispiel gekommen sind im Bologna-Prozess, in der Ökonomisierung der Universitäten oder anderer Bildungsbereiche, kann man das ziemlich genau zeigen. Im Hintergrund ist diese Humankapitaltheorie. Und das andere Bildungskonzept, ein Bildungskonzept, dieses alte aufklärerische oder dieses alte Humboldtsche Bildungsideal, das ja im Kern eine ganz konservative Position ist, aber trotzdem gleichzeitig in der heutigen Wirklichkeit fortschrittlich ist, ist ja Bildung für ein höheres Mitmachen an kulturellen Schätzen. Der gebildete Mensch kann ein besseres Leben führen, weil er die Schönheit der Literatur, die Schönheit die mehr genießen kann. Er kann für ein höheres Reflexionsniveau, für höhere Selbstbemächtigung und natürlich viertens für eine höhere Art eines integrativen Miteinanderdenkens. Ja. Das heißt, Bildung in dieser Weise nach diesen Zielen, ja, wär die richtige Bildung, weil so gebildete Menschen brauchen wir in Zukunft, wenn uns eine ökologische Transformation gelingt. Im anderen brauchen wir nur sozusagen Verwertungsmaschinen, wo das gesamte Konzept ja erstens vom Menschenbild und zweitens von der inhaltlichen Ausrichtung Unsinn ist, weil was heißt Bildung heute? Niemand weiß die Strukturen des Arbeitsmarkts in 20 Jahren. Niemand weiß das. Niemand. Das heißt, irgend zu sagen, ich brauche so und so viele Techniker und so viele IT-Experten und so viele andere Leute, das ist alles Unsinn, weil ich es einfach nicht weiß. Auch, das heißt, es geht auch in hohem Maße. Ja. Bildung hat auch in hohem Maße Erlernen, einen Umgang mit nicht definierten Situationen. Oder im Fremdwort könnte man sagen, es geht darum, um die Schulung von Ambiguitätstoleranz und Ambivalenztoleranz. Das heißt, Situationen sind nicht eindeutig, Zukünfte sind immer nicht eindeutig, es ist widersprüchlich und zweitens, es kann unterschiedlich bewertet werden. Und das aber positiv auszuhalten und das Thema Kraft zu schöpfen und nicht jetzt in Verwirrung und den Schreihilfen nachrennen oder heutzutage das Moderne ist, sofort auf eine Verschwörungstheorie zu gehen. Die Verschwörungstheorie erklärt man die Welt, aber genau. Und dann weiß ich es und ich bin Auserwählte, der es durchblickt und die anderen sind die Idioten, die das nicht sehen. Aber das bringt nichts. Das ist kurzfristig, es ist verständlich, wir brauchen niemanden verurteilen, aber es ist etwas, was gesellschaftlich dysfunktional ist, weil die Dinge nicht besser macht, sondern schlechter macht. Also was wir brauchen würden, ist wieder eine Befähigung, ja, wirklich klar zu denken, Dinge zu durchschauen, zu verstehen und irgendwie gute alternative Ansätze zu schaffen. Genau. Nicht? Also, insofern ist es zunächst einmal nicht Mythos Mark. Einer der wichtigsten Schritte ist Entmythologisierung, nicht im Prinzip. Und dann zu schauen, wenn wir uns aus diesen Illusionen, nicht diesen gemachten Illusionen verabschieden können, was kommt dann an Wirklichkeit wirklich auf uns zu, nicht? Die zu gestalten ist, nicht? Und die wirklich verantwortungsvoll zu gestalten ist. Im Gegensatz zum Humboldtschen Bildungsideal würde ich aber auch betonen, es geht auch darum, zum Beispiel Machtstrukturen zu verstehen. Ganz klar hinzuschauen, sagen, es geht um Machtstrukturen, das auszuhalten, es ist nicht schön, selbst zu erkennen, wie man Macht, uns Machtstrukturen als Machtstrukturen
zu benennen. Das heißt, es geht letztlich aus, anders geht es nicht mehr, um einen gesellschaftskritischen Blick. Anders geht das nicht mehr. Und das heißt, dass man kein böser Linker, da ist man gar niemand. Man ist jemand, der ernsthaft versucht, die Lage zu verstehen. Das heißt, das ist der entscheidende Punkt. Und dazu braucht es ein Überblicksbild. Und wir haben ja vorher schon gesprochen über Papst Franziskus, über seine apostolische Schrift. Und genau das sagt er. Das ist ein interessanter Punkt. Er sagt Folgendes: Wir denken die Ökonomie wie früher, die Ökonomie, das Haus. Also dieses Haus, ja. Und er, aber er sagt, dieses Haus ist ein globales Haus. Und er hat ein interessantes Argument: Aus theologischen Gründen müssen wir über dieses globale Haus reflektieren. Das heißt, in seiner Position ist ganz klar, ich brauche einen kritischen Blick auf die Gesellschaft. Und ich denke, das ist ungeheuer wichtig, das zu schulen. Und das muss ja langsam gelernt werden. Ein kritischer Blick ist nicht so, jetzt habe ich mal eine Idee, sondern ich muss das Wissen, muss verdichtet werden, weil es ja auch geht, soziale Wahrnehmung zu verändern. Dass man soziale Prozesse sozusagen auch lernt, kritisch in einen Zusammenhang, also das ist mein Anliegen immer, dass die Einzelfänomene in einen kritischen Zusammenhang sehen kann. Und das muss man lernen. Es ist eine Bildungsaufgabe für jede Person, die sozial bewegt ist, für jede Person, die ökologisch bewegt ist. Ja, Herr Professor Oetsch, das ist eigentlich jetzt schon eine gute Abrundung, nicht? Ja. Vielleicht können wir es vorerst dabei lassen, können uns ja demnächst neue Themen ausmachen. Das hat Spaß gemacht, ja. Ich hoffe Ihnen auch. Ja. Ich hoffe, dass unsere Zuschauer auch etwas gewinnen davon. Und danke dir, Fritz, für die technische Begleitung. Ja, und verabschiede mich in diesem Sinne. Interessant wäre, wenn die Zuschauer, gegebenenfalls die uns bekannten Zuschauer, ein paar Rückmeldungen zu diesem neuen Format geben würden. Ja, in diesem Sinn alles Gute, bleiben Sie gesund.